Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. herzlich willkommen zu unserem Video zum Ebenengleichung und Umformen, das Vektorprodukt. Wir haben hier mal direkt eine Ebene skizzenhaft dargestellt und es gab bisher zwei Möglichkeiten, eine Ebene durch eine Gleichung darzustellen. Was war denn die erste, die wir kennengelernt haben? Ja, wir haben die Parameterdarstellung kennengelernt, für die brauchten wir einen Punkt und zwei Pfeile. Gut, das haben wir hier dargestellt. Einmal den Punkt P und dann zwei Pfeile U und V. Als Vektoren wären das der Stützvektor sowie zwei Spannvektoren. Gut, wir haben auch unten drunter gleich mal ein Beispiel gewählt mit einem Punkt und halt den anderen zwei Pfeilen direkt dran, hier als Vektoren dargestellt. Und ja, jetzt haben wir noch diese andere Form, diese Koordinatendarstellung vor allem. Das war also die wichtigste. Und da brauchten wir was anderes. Genau, dort spielte der sogenannte normalen Vektor, der senkrecht auf der Ebene steht, eine Rolle. Wir schauen uns auch das mal an. Ja, jetzt haben wir hier den normalen Vektor. Was hat der denn für Eigenschaften? Ja gut, das Wichtigste beim normalen Vektor war, dass der senkrecht auf der Ebene steht. Okay. Und damit auch senkrecht auf U und senkrecht auf V. Gut, jetzt ist es so, wir haben ja auch wieder die Koordinatengleichung hingeschrieben. Zur Erinnerung, dass A, B und C, also die Vorfaktoren von x1, x2, x3, das sind die Einträge vom normalen Vektor. Da fehlt noch hier entsprechend das Pfeilchen. Und das D ergibt sich dann später, wenn man den Stützvektor einsetzt. Jetzt haben wir ja schon hier eine Ebene in Parameterform und wir wollen die jetzt als Koordinatengleichung schreiben. Das heißt, uns fehlt der normalen Vektor. Was könnte denn eine erste Idee sein, was man machen könnte? Oder eine erste Idee, man könnte sagen, okay, wir wissen ja schon, wir haben das Skalarprodukt schon als Werkzeug. Und wir wissen, wenn zwei Vektoren orthogonal zueinander sind, dann ist das Skalarprodukt dieser Vektoren 0. Das heißt, ja, n mal u müsste 0 sein und n mal v müsste 0 sein. Also könnte ich quasi aus a, b und c und dem hier das Skalarprodukt bilden und aus a, b und c und dem das Skalarprodukt. Dann kriege ich ein lineares Gleichungssystem, das kann man bestimmt irgendwie verrechnen und vielleicht kommt dann da auch ein normaler Vektor raus. Das klingt aber jetzt schon relativ kompliziert, nicht schon wieder ein lineares Gleichungssystem, da muss es doch was Schnelleres geben. Ja, es gibt was Schnelleres und zwar ein anderes Produkt, das Vektorprodukt, bei dem kommt dann auch ein Vektor raus und das können wir uns als Hilfsmittel zunutze machen. Ja, so sieht das Ganze aus, liest sich U Kreuz V, deswegen nennt man das auch Kreuzprodukt. Und das macht nichts anderes, als einen Vektor zu bestimmen, der sowohl auf U als auch auf V senkrecht steht. So wie oben hier unser normalen Vektor. Zur Erinnerung, beim Skalarprodukt, wo hier der normale Malpunkt dazwischen stand, da kam ja kein Vektor raus, sondern einfach nur eine einzelne Zahl. Jetzt also ein Produkt, das einen Vektor liefert. Da gibt es eine Formel zu, oder? Ah ja, da gibt es eine Formel für. Die gucken wir uns auch nachher in der Regel genauer an. Die ist aber recht kompliziert. Wir zeigen euch jetzt einfach, wie man es rechnet. Und dafür nutzt man immer eine Nebenrechnung. Hui, das sieht jetzt aber durchaus erstmal kompliziert aus. Eine Riesenmenge an Zahlen. Wo kommen die überhaupt her? Naja, wir haben die zwei Vektoren genommen. Also die waren ja 2, 1, 0. Und den haben wir zweimal untereinander geschrieben. Aha, ja. Und nebendran der andere Vektor. Also minus 1, 0, 3, minus 1, 0, 3. Okay, ja, ist mir klar. Genau. Und jetzt kommt dieses Verfahren. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Also nachdem wir die so zweimal untereinander geschrieben haben, streichen wir die erste und die letzte Zeile einfach weg. So, und dann benutzen wir auch wirklich das Kreuz, daher der Name Kreuzprodukt. Wir rechnen jetzt nämlich im Kreuz. Wir rechnen nämlich 1 mal 3. Mhm. So, das gibt 3. Schreiben wir unten mal hin, damit wir es uns merken können. 3. Direkt dann immer ein Minus. Danach ist immer ein Minus. Und dann vollenden wir das Kreuz, also 0 mal 0. Gibt 0, schreiben wir auch unten hin. Genau, und jetzt schon das zweite Kreuz direkt. Insgesamt haben wir 3. Das zweite ist 0 mal minus 1. Okay, das startet also eine Zeile weiter unten. Genau, sozusagen direkt am anderen Kreuz dran startet es. 0 mal minus 1 ist 0. Minus ergänzen wir wieder. Immer. Immer, ja. Und dann 2 mal 3, um das Kreuz zu vollenden. Das gibt 6. Und dann das dritte Kreuz, das beginnt direkt wieder am zweiten unten dran, also 2 mal 0. 2 mal 0 ist 0, das schreiben wir wieder hin. Und dann natürlich das Minus. Nicht vergessen, sofort das Minus direkt schreiben. Und dann 1 mal minus 1 und das gibt minus 1. Deswegen war es auch wichtig, dass wir das Minus vorher ergänzt haben, weil jetzt ist es minus minus. Deswegen auch die Klammer, die wir brauchen. Und diese drei Zahlen, die rechnen wir jetzt aus. Gut, also hier oben 3 minus 0, das ist klar, das ergibt 3. 0 minus 6, das sind minus 6. Und dann 0 minus minus 1, na gut, das gibt einfach nur plus 1. So, jetzt haben wir drei Zahlen, was bringen die uns jetzt?
Ja, diese drei Zahlen sind die Einträge von einem Vektor, und zwar genau der Vektor, der jetzt beim Vektorprodukt rauskommt. 3 minus 6, 1. Okay, und das ist jetzt ein Vektor. So, wir haben gesagt, beim Kreuzprodukt, was da rauskommt, oder beim Vektorprodukt, das steht auf jeden Fall senkrecht auf V und senkrecht auf U. Kann ich jetzt einfach sagen, das hier ist mein normaler Vektor? Man könnte jetzt das als normalen Vektor nehmen, man könnte auch jedes Vielfaches von dem als normalen Vektor nehmen, das bietet sich manchmal an. Jetzt können wir direkt sagen, das ist der normale Vektor n 3 minus 6, 1. Gut, dann setzen wir das so mal in unsere Ebene hier oben ein. So schaut es dann aus. Wir haben die Einträge des normalen Vektors für a, b und c eingesetzt hier. Was jetzt noch fehlt, wäre der Wert für d. Genau, d kriegen wir durch den Punkt da drüben, also 1, 0, minus 2. Und zwar müssen wir die Einträge drüben für x1, x2 und x3 einsetzen. Also 3 mal 1 gibt 3. Ja, notieren wir uns mal mit Bleistift runter. Das ist mal ein bisschen leichter, muss man nicht alles im Kopf machen. Dann minus 6. Nicht alles im Kopf machen, auch da. Und dann minus 6 mal 0. Gut, es gibt 0, also plus 0. Und dann plus x3, also plus. Einmal minus 2, Gut, das sind also einfach minus 2. minus 2. Also 3 plus 0 minus 2, das gibt 1, also ist D einfach 1. Genau, das ergänzen wir hinten dran. Am besten wäre es dann dran denken, an der Stelle vielleicht mit dem Radierer den Bleistift unten wieder wegmachen. Wenn er noch stehen bleibt, ist nicht schlimm, aber es sieht dann einfach etwas sauberer aus. So, das heißt, wir haben hier jetzt eine Koordinatengleichung von der gleichen Ebene, die wir hier in Parameterform haben. Dadurch, dass wir ab jetzt den normalen Vektor hier bestimmen können. Und das schreiben wir uns jetzt mal allgemein auf. Ist folgende: Für die Vektoren a und b heißt a Kreuz b, was man in folgender Form ausrechnen kann, Vektorprodukt von a und b. Okay, aber das hier haben wir ja gerade eben nicht gemacht, oder doch? Ja, doch, das haben wir gemacht, eben in dieser Nebenrechnung. Deswegen hast du es ja auch unten hingeschrieben: Statt die Formel auswendig zu lernen, sollte man eben genau wie im Beispiel vorgehen. Ja, also ihr könnt euch das hier merken. Wir empfehlen aber dringend, das ein bisschen wegstreichen und den Kreuzen zu machen. Wir selber können das hier auch nicht auswendig. Wir haben es hier der Vollständigkeit halber aber einfach mal hingeschrieben. So, und keine Sorge, wir üben das mit dem Wegstreichen und Kreuzen jetzt auch nochmal in der Aufgabe. Aufgabe verlangt zunächst mal etwas von euch, was ihr schon kennt, und zwar gegeben sind drei Punkte A, B und C und ihr sollt eine Parametergleichung der zugehörigen Ebene aufstellen. Das haben wir schon gemacht, das könnt ihr jetzt zum Wiedereinkommen mal selber machen und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir haben zunächst die beiden Spannvektoren gebildet, AB und AC, das heißt, wir haben uns für A als Stützvektor entschieden und daraus die Ebenengleichung in der Parameterform zusammengesetzt. Gut, dann kommen wir zur B. Bei der B soll man die Koordinatengleichung der Ebene bestimmen. Bei der Koordinatengleichung braucht man den normalen Vektor. Das ist das Erste, was man herausfinden muss. Und dafür können wir uns jetzt das Vektorprodukt zunutze machen. Genau, und zwar das Vektorprodukt aus unseren beiden Spannvektoren, also AB Kreuz AC. Gut, und das rechnen wir wieder mit einer Nebenrechnung aus, nebendran. Das heißt, wir schreiben die zwei Vektoren zweimal untereinander, streichen dann die erste und die letzte Zeile dann durch. Und dann bildet ihr die drei Kreuze. Ja, macht das mal. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir haben hier das Vektorprodukt gebildet, damit man es besser sehen kann, nochmal in den drei Farben, dass die Kreuze einem deutlich werden mit den drei Zeilen. Rauskommt minus 12, minus 10 und 4. Und das ist auch tatsächlich der Vektor, den wir hier hinten hinschreiben können, denn der kommt nun mal raus, wenn man das Kreuzprodukt von AB und AC bildet. So, das heißt, im Prinzip haben wir doch hier jetzt wieder unseren normalen Vektor, oder? Naja, wir könnten ihn als normalen Vektor nehmen, das stimmt. Aber vorhin in der Einführung habe ich auch schon gesagt, wir können auch jedes beliebige Vielfache davon nehmen. Wichtig ist ja nur, dass es in die richtige, also in dieselbe Richtung zeigt. Und hier bietet sich was an, und zwar wir sehen ganz schnell, dass alle Zahlen durch 2 teilbar sind. Also können wir einfach alle Zahlen durch 2 teilen. Also nehmen wir den normalen Vektor minus 6, minus 5, 2. Wenn die Zahlen kleiner werden, ist es einfach ein bisschen einfacher, damit weiterzurechnen. So, mit Hilfe dieses normalen Vektors können wir jetzt ja wieder unsere Ebene in der Koordinatendarstellung bilden. Fangen wir mal an.
Genau, also minus 6x1. Das wäre der erste Eintrag. Genau, minus 5x2. Jo, das ist der zweite Eintrag. Und der dritte wäre plus 2x3. So, was jetzt noch fehlt, ist unser D. Das, was hinten dran kommt, das kriegt ihr wieder selber hin, denn wir müssen einen Punkt in die Ebene einsetzen. Dann nehmen wir geschickterweise wieder unseren Stützvektor und D ausrechnen. Und das Ergebnis davon gibt es in 3, 2, 1. so, es sollte minus 14 rauskommen, wenn man 1, 0 und minus 4 hier für x1, x2 und x3 einsetzt. Gut, das war's jetzt erstmal. Weitere Aufgaben gibt es dann im Unterricht. Bis dahin, tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.